herzlich willkommen bei Aktienlust regt sich auf. Ja, heute ist wieder mal Generaldebatte im Bundestag. Es geht um den aktuellen Bundeshaushalt und da darf sich ja Deutschland Milliardenüberschüsse erfreuen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie wird das Geld verteilt. Ja? Und das ist ja wieder ein Skandal, wie hier süppchenweise irgendwas verteilt wird. Eine Milliarde dorthin, eine Milliarde dorthin. Natürlich vor allen Dingen in den Sozialetat geht das Geld. Ja? Wir geben 22 Milliarden Euro im Jahr mittlerweile aus für unsere Flüchtlinge, aber im Bereich Digitalisierung, im Bereich Infrastruktur, da wird kaum etwas getan. Und hier sind wir schlusslich. Denken Sie nur mal an das Internet. Ja? Wie oft bin ich in Deutschland unterwegs mit einer miserablen Internetanbindung? Überall, ja, man, die WLAN-Netze, die funktionieren nicht oder sie sind langsam. Also richtig zügiges Internet, wie man es eben in modernen Industriestaaten gewohnt ist. Fahren Sie mal nach Japan oder in China oder in die USA oder auch nach Skandinavien. Das ist bei uns ja Fehlanzeige, marode. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht so eine Maßnahme, eine Mauer zu bauen, wie es Donald Trump macht. Aber er wird natürlich auch massiv in die Infrastruktur noch investieren. Da wird sich einiges tun in den USA. Sowas bräuchten wir hier. Bildungsoffensive. Massiv Geld investieren in Bildung, in Universitäten, aber auch in unser Straßennetz, in unser Internet. Da muss immens viel getan werden, sonst verlieren wir den Anschluss. Und dann muss man ja auch mal überlegen, was sich bei uns in Deutschland momentan tut. Wir haben auf der einen Seite Zuwanderung und auf der anderen Seite auch Auswanderung. Ja, diese Nettobilanz, wer geht aus dem Land raus, wer geht in dieses Land rein. Ich meine, da muss ich nicht zu viel verraten, dass dieser Qualitätsunterschied immens ist für unsere Wirtschaft. Das sind natürlich alles schleichende Prozesse, das geht nicht von heute auf morgen. Wir können ja froh sein, dass unsere Wirtschaft noch so stark ist, dass die Steuereinnahmen noch so sprudeln. Aber es muss sich was tun. Und die Bevölkerung selbst, die kriegt ja gar nicht mit, dass sie eigentlich zu den Leidtragenden in der EU zählen. Ja, die EZB hat 2013 eine Untersuchung gemacht über das Nettovermögen der Europäer. Ich habe Ihnen diese Grafik da mal mitgebracht. Ja, das ist erschreckend. Ja, Deutschland ist hier Schlusslicht unter den 18 EU-Staaten. Ja, mit einem Durchschnittsvermögen 2013 51.000 Euro, mittlerweile 60.000 Euro. Da sind wir Schlusslicht in Europa. Die Franzosen kommen auf doppelt so viel. Die Italiener 170.000, 180.000 Euro im Schnitt Nettovermögen. Ja, selbst Zypern, Griechenland, doppelt, dreifach so viel wie der Deutsche im Durchschnitt. Ja, und wir finanzieren den ganzen EU-Haushalt. Nur für unser Land haben wir selbst nichts übrig. Der Deutsche wird nicht mitgenommen, eigentlich an dem guten Wachstum der deutschen Wirtschaft, was natürlich auch politisch begründet ist. Ja. Auch hier wird ja das Schaffen von Vermögen nicht gefördert. Ja. Warum liegt Deutschland zurück? Liegt A an der niedrigen Aktienquote. Gerade mal 10% der Deutschen investieren in Aktien. Ja, das ist im europäischen Vergleich deutlich anders. Warum? Die Deutschen legen ihr Geld auf das Sparbuch oder ein Kapitalbild, eine Lebensversicherung. Nur da tut sich nichts mehr. Das ist ein Grund für das Vermögensdesaster in Deutschland. Der zweite Grund ist im Immobilienbesitz zu finden. Während in Spanien und Italien 70% der Menschen ja über ein eigenes Haus verfügen oder eine eigene Immobilie, was auch staatlich teilweise gefördert wird, ja, sind es hierzulande gerade mal 40-45%. Das ist viel, viel zu wenig, um international mitzuhalten, um auch das Vermögen in Deutschland wirklich auf eine andere Ebene zu bringen, um eben auch diese Probleme, was Altersvorsorge angeht, wirklich zu lösen. Also das regt mich massiv auf. Wir müssen etwas tun für die Aktienanlage, damit wir wenigstens hier nicht abgehängt werden. Ja? Der Rest, dann müssen wir sowieso irgendwie sehen, was die nächsten Jahre bringen. Aber in Sachen Vermögensaufbau, da müssen wir was tun, da können wir was tun und da werden wir ja auch auf Aktienlust TV reichlich Gas geben, damit sie wenigstens hier nicht langfristig zu den Abgehängten zählen. Das war's heute von Aktienlust regt sich auf. Bis demnächst wieder, Ihr Jürgen Schmidt.